Hier ist wieder der Team Chaos, Vektorpixel, neben mir ist Skydust. Grüße. Hallo. So, wir haben jetzt ein, weiß gar nicht, was wir uns dabei gedacht haben, aber wir haben einfach mal wieder ein Let's Talk jetzt aufgenommen und ihr dürft euch jetzt das Ergebnis angucken. Das Ergebnis Also, vom Let's Talk steht da schon fest? wenn Sie dieses Video angucken, ja. Stimmt auch wieder. Also Deswegen gerade Zukunftspeople, ja, schau zu. Gegenwart. Oh. Ne, ich verstehe es um die Vergiss, Uhrzeit nicht, tut mir leid. du kannst So, nicht fliegen, du denkst bevor nicht wir jetzt hier vierdimensional. weiter wie zwei Irre brabbeln, wie ihr schon sehen könnt, wir stehen vorm Palast und der sieht auf einmal anders aus. Wir haben hier innen drin gewütet, wir haben außen gewütet und würden euch gerne mal mitnehmen, während wir oben wieder mehr wüten in der Ja. momentanen Bauruine. Also wäre das Ding physikalisch korrekt, würde es einstürzen, momentan. Ein Glück sind wir nicht bei Ark. Eigentlich sind wir nicht bei Ark. Wunderbar. Ja, Also, und. sag mal, hast du eigentlich noch ein Handtuch da? Weil ich habe immer noch Schutt im Auge von meiner Aktion gestern mit dem Vorschlaghammer hier im Palast. Nee, warte mal. Ein Handtuch hatte ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Drahtbürste lag da hinten irgendwo. Weil können wir die Ah, das gut, die damit brauche ich rauspulen? gleich, weil das ist echt diese Pixel, die tun echt im Auge weh. Ah, das glaube ich. Ja, dann würde ich mal sagen, kommt mal mit da hinten. Wir nehmen euch jetzt mal mit beim Bauen und Erzählen und noch mehr bauen. Und das heutige Thema so nebenbei soll so sein: Retro-Spiele. Oder nicht? Ja. Gut, denn auf. So, was haben wir hier unten gemacht? Ist egal, wir stellen das Ding jetzt nicht vor. Wir ziehen jetzt eine Decke ein. Eine Heute schon Decke. wieder. Ja, ich sag ja, ja. Es ist hier viel schwebendes Zeugs. Gut, wir ziehen eine Decke ein. Holz. Ja, Holzsaal. hattest du dir denn schon ausgedacht, was wir da jetzt für Balken nehmen wollen? Nö, noch nicht. Das machen wir alles on the fly. Na, dann mach mal on the fly. In der Zeit kann ich ja schon mal was anschneiden. Und zwar habe ich letztens wieder in meiner Bibliothek gekramt, habe da Civilization 3 gefunden. Und hab mal aufs Datum geguckt, weil ich das letzte Mal gespielt hatte. Das war ungefähr ein knappes halbes Jahr her. Und da habe ich mit dem Typen da hinten eine Runde zusammen gespielt. Waren bei 8 Stunden, waren glaube ich immer noch nicht vorbei. Also noch nicht ganz gewonnen gehabt. Gegen 4 andere KI-Spieler. Und ja, das sind ziemlich lustige Erinnerungen gewesen. Weil wir am Anfang fast überrannt wurden, dann habe ich, glaube ich, die Römer bei mir in der Nähe geplättet mit Kreuzfahrern. Da gibt es ja so ein eines Weltwunder, was. Oh, du hast schon. Wunderbar. Da gibt es ja so ein Weltwunder, was alle 4 Züge ein Kreuzfahrer oder so ausspuckt. Kann das sein? Ich glaube, alle 4 Züge war das. Oh, da bin ich echt überfragt, das ist schon ein bisschen her. Und, das war ziemlich cool, weil die Kreuzritter auch ziemlich stark für die Anfangsepoche sind. Ich meine, gut, wenn irgendwann dann das Schießpulver kommt, werden die ein bisschen obsolet. Aber damit habe ich dann unten den Römer mal so ein bisschen die Butter von der Stulle gezogen. Und ja, also das hat schon gefetzt. Ich weiß ja nicht, was du in der Zeit gemacht hattest. Du hattest dich mit den Babyloniern, glaube ich, gekloppt. Ich weiß jetzt auch Was gar nicht mehr, welches Byzanz? Volk ich war. Oder nee, mit den Byzantinern, genau. Genau mit den Byzantinern, aber ich habe wirklich, also. Die haben mir den Krieg erklärt, komplett unprovoziert. Ja, Warum ja, auch ja, 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 immer? ja, 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 ja. Du hast doch Es ging ja bestimmt wieder eine irgendwie. ihrer Städte abgefackelt in deinem Wahn. Nein, 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 es ging, glaube ich, um so einen komischen Korridor, den sie mir nicht geben wollten. Also, Stimmt, kennt du das bist nicht ja. zu mir durchgekommen, Eben. weil die das zugemacht hatten mit einer Stadt. Ja, und dann habe ich dir mehrfach freundlich gefragt, gib mir deine Stadt. Bitte, bitte. Ja, ich habe sogar bitte gesagt. Er meinte nein, will er nicht. Und ja, dann hat er mich ja dazu gezwungen, mit all meiner Macht mir das uns zustehende Territorium zu akquirieren. Ja, so ungefähr. So hat dein Clash mit den Babyloniern angefangen. So, was wollen wir Was für heißt Material Clash? Das war dazwischen mehr nehmen? ein, das war ein epischer Kampf über mehrere Jahrtausende.
Ja, hat letztendlich, glaube ich, mit der Vernichtung der Babylonier geendet, aber naja. Er hat sich dann nach 2000 Jahren Kampf endlich durch deren Abwehr durchgebrochen war. Wo habe ich überhaupt meine ganzen Leute her? Dann, ne? Weil von dir kam mir keine Hilfe. Du hattest Ja, weil ich irgendwie. war ich da mit den Römern schon fertig, weil auf jeden Fall hatte mich denn irgendwer anders genervt. Ich glaube, der Römer war es, ja. Die waren es, glaube ich, noch gewesen. In der Zeit, wo du dich mit den Babyloniern da angefeindet hast, habe ich denn unten die Römer am Hals gehabt, weil die mich dann auf einmal auch noch zwischendurch angegriffen hatten, obwohl ich noch einen Waffenstillstand ausgehandelt hatte und die eigentlich schon ziemlich kaputt waren. Aber ach, naja. Wie das denn immer so ist. Ach, hast du jetzt schon was gefunden? Upsala. Ich weiß nicht, ich bin nur überlegen, ob es gut ist. Nein. Eintönig, ich weiß, aber was haben wir denn noch für ein schickes Holz dafür? Ich gucke. Ich gucke. Weil wir eine Ja, rote Akazie. hatte ich mich mit den Römern gekloppt, habe sie auch letztendlich vertrieben. Das Lustige war, die letzte Stadt war auch wirklich Rom. Alle Wege führen nach Rom. Ja, alle Wege der Vernichtung führen letztendlich nach Rom. Das ist so richtig. Und nachdem ich mich deren entledigt hatte, habe ich dir denn, glaube ich, bei den Babyloniern ein bisschen unter die Arme geholfen. Ja, du bist ja so in die Flanke reingefallen. Das hat dann ordentlich, ja, es hat die halt ein bisschen abgelenkt. Ja, also ich habe mal so ein bisschen Deus Vult durchwüten lassen, ne? Ein paar wütende Kreuzfahrer. Weil ich ja Das war sagen muss, schon. im Vergleich jetzt so zu älteren Civilization-Teilen, der Teil 3 hat schon einen Charme. Man fällt immer wieder drauf rein, so in dem Sinne, weil, weiß ich nicht, ich spiele es immer irgendwie teilweise lieber als die neueren Teile, weil das so dieses, ja, das, was so, ich will nicht sagen, was Retro-Spiele ausmacht. Es war halt einfach perfekt. Sagen wir es mal so. Es war halt Ich einfach irgendwo perfekt. muss sagen, ich bin ja nicht beim Dreier angefangen. Was sagst du zu Ich den bin Dingern? bei. Moment. Planks. Ja, doch, 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 doch. Ich hoffe nur, dass es nicht Super. zu dunkel wird durch die wirklich auch schon extrem dunkle Decke. Aber. Nicht unbedingt, muss nicht sein, wenn wir den Rest vom Raum gut hinkriegen. Ja gut, die Wände sind ja mit der Akazie schon ziemlich hell. Ja. Dann würde ich das von oben mal schnell verkleinern. Jo, verkleide du mal. Währenddessen, ich fange auch schon mal an. Also ich bin ja nicht eingestiegen bei Civilization 3, sondern ich hatte damals. Mein erstes war, glaube ich, wirklich 4. Also mein erstes war ja Civ 3 gewesen, wirklich auch. Und ich weiß gar nicht, wo ich das damals her hatte und wann es war. Das ist ja, das Du verschwimmt ja warst nur im doch Laufe der angefangen. Jahre. Was ich ja so faszinierend fand und auch im Nachhinein bei den neueren so vermisst habe, weiß ich jetzt auch nicht, wie das bei Teil 4 und 5 ist, so intensiv hatte ich die ja nur auch nicht gespielt. Was ich bei Civ 3 wirklich genial fand, war diese Stadtansicht. Du hast da jetzt das Kolosseum gebaut und du hast in der Stadtansicht in wirklich das Kolosseum gesehen. Und wenn dann eine Mauer noch kam, dann ist die auch gebaut worden. Und wenn die Stadt dann irgendwann mal groß und modern wurde, ist die Mauer dann halb eingerissen, aber nie komplett weg. Das fand ich total cool. Also natürlich, das ist natürlich geil. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei Civ 6 ist, die Stadtansicht. Das habe ich auch noch nicht, muss ich sagen. Noch nicht. Also ich habe ja heute ein bisschen mal Civ 6 zugeschaut. Wie Leute, das haben was gestreamt. War schon geil. Also ich Oh, fand's das von glaube ich. der. Ich fand's schon nicht schlecht. Gut, die Bewertungen auf Steam sind da immer irgendwie geteilter Meinung, aber das ist immer so. Das war ja, also ich meine, Civilization ist Civilization, das ist alles, kannst du Ist machen, cool. vor allem, ja, also das ist ein Klassiker, also egal in welcher Form ist, da das Spielprinzip sich ja nie geändert hat, ist einfach ein Klassiker, das ist Ja. gut. Manche Sachen nerven, zum Beispiel diese Pile of Doom-Geschichten. Die Wenn du Pile dir auf was? die. Also Civilization 4 konnte man.
Ich glaube sogar unendlich viele Einheiten auf ein Geländefeld packen. Ach, und das heißt, du propst das volle Möhre mit zu und dann, ach so. Oh ja. Das war zum Kotzen, wenn du dann irgendwo warst und hat der Gegner nur noch eine Stadt, aber die war halt zum besten voll mit Einheiten. Und du überlegst, also einfach nur aushungern würde reichen. Die würden alle verhungern an einem Tag. Mag deine Idee, aber ich finde, das passt irgendwie nicht. Naja, ich habe nicht ganz richtig hier. Warte mal. Ah, es ist ja hier. Upsala. Ja, kann man schon machen. War doch offensichtlich. Genau. Ja, das stimmt. Oder was ich halt auch nicht gut, das ist halt auch dem Spielprinzip geschuldet, dieses Legionär trifft auf deutschen Tigerpanzer. Aber wer gewinnt, der Legionär und nicht der Tigerpanzer? Das kommt drauf an. Ja, in der Regel war es halt teilweise, dass dann der Schwertkämpfer gegen den Panzer gewonnen hat. ja, also Civilization, also definitiv super. Könnten wir eigentlich mal einen Livestream machen? So, könnten wir Ja, mal machen wir. Civilization Livestream komplett bis zum Ende. So bis zum bitteren Ende. Oh, da hätte ich aber noch ein paar andere Vorschläge. Was wären noch mit Age of Empires 2 und Stronghold, Stronghold Crusader? Sowas? Auch cool. Oh ja. Könnt ihr ja auf jeden Fall vielleicht mal auch mal kommentieren, ob ihr vielleicht auch mal sowas sehen wollt oder was ihr in so einem Livestream am Wochenende mal gerne als Spiel sehen wollt. Da sind wir ja auch Vor allem. offen für alles. Oh, oh Mann. Ach, Wir wurden da ich schon bin. müde. Wir sind noch nicht fertig hier. Ja, 3 Uhr früh mal. Auf Ist noch jeden nicht Fall, 3 Uhr. ja. Ja, mein Gott. Hast du deine Uhr noch nicht umgestellt? Doch schon. Oh, das habe ich vergessen. Ups. Aber du darfst den Zeitzonenunterschied nicht vergessen. Wieso? Sind wir jetzt hier in zwei unterschiedlichen Zeitzonen? Ja klar. Hast du doch vorhin gemerkt. Ich bin bereits, oder ich bin allgemein schon in der Zeit schon so weit voraus, dass ich ja jetzt schon bei dem Video, also wenn es fertig ist, dabei bin, während Ach du so. erst noch beim Dreh bist. Ach so, kannst du mir noch die Lottozahlen durchgeben? Die habe ich gerade nicht, tut mir leid. Na, dann warte ich noch so lange. So, was wollen wir hier drin als nächstes machen? Jo, wir haben den Deck eingezogen, das ist schon mal fein. Ich habe einen Duster hier drin, aber. Ja, ich ruppe auch erstmal die Türen raus, die sehen auch noch ein bisschen doof aus. Ja, die Türen waren alle so. Die Mäh. waren noch übernommen vom alten, also von Alle vom Vanilla. alten Pack. Übrigens, ich habe hier wieder meine Metalltür eingebaut. Yep. Falls du wunderst. Ja. So, was wollen wir nur als nächstes machen? Hier? Probably ist die Gemächer hier bauen oder mit dem Boden einverstanden so. Ja, ne? Der. Nee, der ist ein bisschen zu. Ich meine, hier draußen im, ich setz mal Flur, würde ich den lassen, weil der harmoniert halt mit der Treppe. Aber ich würde sagen, hier wegen den Gemächern und so, können wir auch mal schicken Boden verlegen. Schönes Parkett. Parkett? Hast du gerade ein Parkett da? Warte. Warte, ich hab ein Baguette-Boden. Baguette-Boden? Das ist ein Brot und kein Baguette. Ja, ich habe kein Baguette gefunden, aber ne, ich wollte ein Baguette-Boden machen, ne? Baguette. Oh, Wir denken je. uns einfach mal, das Ding war jetzt ein Baguette. Ich hab Hörnchen. Toll. Ich habe einen Hirnchenboden Was? gemacht. Hörnchen ist wie ein Baguette, nur gebogen. So, dann platziere mal den Block, den du möchtest, und dann Das ist renne ich echt da eine mal gute durch. Frage. Oh, aber an so eine Spiele wie Age of Empires 2 und Age of Empires 1 oder Stronghold habe ich auch gute Erinnerungen. Auch so grundlegend perfekte Spiele damals gewesen, auch heute immer noch.
Ja, perfekt. Kein Spiel ist perfekt, aber gut. Doch, in ihrer Weise waren sie für die Zeit perfekt. Da war einfach nichts dran auszusetzen gewesen, von meiner Sicht aus. Ich denke, es gibt viele, die das bei modernen Spielen ebenfalls so sehen. Ja, das kommt immer auf den eigenen Weil, wenn sie die Anspruch. alten Spiele nicht, also wenn sie die alten Spiele nicht kennen, ne? Ja, das ist auch wieder So, richtig. das muss man fairer halber mal sagen, ne? Das ist auch Ah, richtig. Was ist natürlich auch kein Spiel schade ist, des Holz. ich empfehle jedem, so eine alten Spiele mal auszuprobieren. Also Grafik ist nicht alles, obwohl ich natürlich auch gerne spiele, Witcher 3 oder so ich will nicht sagen, mit einigen Mods auch fast fotorealistische Grafik, aber so eine alten Retro-Spiele. Mein allerliebstes noch von damals, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Future Cop, LAPD. 3D oder 2D? Das war 3D gewesen, aber so von nicht top-down, aber so eine Schrägansicht von oben. Nee, sagt mir nichts. Solltest du nachher vielleicht mal googeln, an die Zuschauer, wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ihr das auch mal macht. YouTube oder so, sagen wir mal so, es tun einem die Augen weh von der Grafik, weil die wirklich. Nicht gut gealtert ist. Nein, das Spiel ist halt sackalt. Das Spiel ist halt Das wirklich heißt sackalt. ja, von wann ist es denn? Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Das kann ich dir definitiv jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich suche auch gerade noch irgendwie Holz für den Boden. Vielleicht wäre ja auch Plattform was. Häng mal Oh, Licht auf, oh, bitte. oh, Hier. Hier irgendwie so was, ja. Oder bleib einfach stehen. Was sagst du denn dazu? Oder das für hier vorne nehmen, wo sie überall lang rennen. Nee, hier, ich weiß nicht, wenn wir schaffen, das mit der Treppe gut hinzukriegen, dass es passt, dann. Boah, doch, kann man nehmen, ja. Boah. Weil das halt Doch, schon sieht cool drauf. bisschen Das, abgelaufen aussieht, weißt du? doch, finde ich gut, nehmen wir so. Okay, das sind Ja, alles dann hat der Slabs hier Cheat oben. gerade connected? Ja. Ist ja nicht wahr. Wie gesagt, alles Slaps hier gewesen? Nicht alles. Okay. Naja, ich rub einfach mal alles raus nebenbei. Nee, wie Mach mal gesagt, was in der Hand. ich kann dir jetzt nicht sagen, aus welchem Jahr das ist. Aber es ist schon sehr alt. Habe ich mit einem Kumpel damals extrem viel gezockt. Und es ist extrem genial. Also zur Erklärung, man steuert da so ein Polizei. Ja, ich glaube kaum, dass es ein Roboter war. Ich glaube, das war eher so was, wo man sich rinklemmen kann, möchte ich meinen. Das So war Mac. so eine Art Mech gewesen, so ein ja, MechWarrior-Verschnitt in dem Sinne. Der konnte sich so transformieren. Der hatte immer so menschenähnlich zwei Beine gehabt und oben dann halt das Cockpit mit den Knarren, mit Maschinengewehr, mit Raketenwerfer und so, weißt du? Und Du meinst Befreiungswerkzeuge. mit den Befreiungswerkzeugen, genau. Und eine Leuchte hat es oben drauf, ihr habt von der Polizei halt, ne? Und der konnte sich transformieren, hat entweder so einen Schwebemodus gehabt, wo er dann halt aussah wie ein Auto ohne Räder, wo er dann halt mit losflügeln konnte, oder halt diesen Modus, wo er als Mech rumgeeiert ist. Und hast denn da die Gegner niedergewalzt? Das war extrem cool gewesen, wie gesagt, damals. Ja, jetzt bin ich gerade hier unten, guck mal. Bin ich aber hier auch? Komm mal mit kurz. Muss ich mal Ja, kurz ich vom komme. Mech. Was ist? Ja, wie machen wir das hier? Wie gesagt, was wollen wir eigentlich hier drinnen nehmen? Für Holz? Und weil, wenn du denn von unten guckst, das muss ja schon irgendwie passig sein. Es kommt darauf an, weil das sind ja die, ich sag mal, Privatgemächer des Regenten und seiner Frau. Ich war mal so frei und hab mal kurz Akazie verlegt. Ach Weil nee, das ist das. irgendwie so. Vor allem von unten sieht es extrem doof aus. Ja, ich dachte, von unten sieht es aus wie oben. Nee, das geht ja gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Von oben sieht es auch eher aus, ein bisschen wie Mosaik. Ja, mein Gott, ist ein. Nicht abwegig, nicht unbedingt schlimm, aber naja. Es geht besser.
Ja, war halt extrem cool gewesen, weil du es halt auch im Splitscreen zocken konntest. Deswegen hat das extrem auch gefetzt. Ja, wisst ihr, ich mit meinem Kumpel immer zusammen gezockt habt. Das ist natürlich dann super. Das Splitscreen, fand ich. wunderbar. Gibt nichts Besseres als Splitscreen an einer Kiste. Also Oh ja. zehnmal cooler als Multiplayer, so jetzt so direkt, weißt du? Und Vor allem, man kann das Entsetzen vom Kumpel halt direkt sehen. Das ist. ja, ist so. Oder wer kennt das nicht mehr? Der mit der Tastatur. Der eine mit WASD, der andere mit den Pfeiltasten. So Autorennen oder so im Ja, Splitscreen. oh, oder was doch? Oh, das ist auch eine gute Nebeninfo an alle Zuschauer. Das Spiel gibt's nämlich auch gratis, also kostenlos. Und zwar wie heißt es? Little Fighter 2. Auch so ein kleines, ich will nicht sagen, Beat'em Up, so eine Art Prügelspiel, weißt Du verlegst hier oben Steine, das weißt du. du? Ich weiß, ist halt so. Nein. Doch? Glaube ich nicht. Glaube ich doch. Nein, ich hätte schon gern Holzboden. Aber komplett ist halt an der Stelle Stein. Von Nein, unten zwar. sieht es halt passig aus, weil wenn da Holz ist, das ist irgendwie. Mäh. Ja, von unten kriegen wir das schon noch anders hin. Aber ich hätte ja schon gern Holz. Dann müssen wir gucken. Du kannst halt den Vorschaubildern nicht so hundertprozentig trauen. Das ist Was für Vorschaubildern? Ach denen so. in, ne? Ich mache gerade so, dass du da dein Holz kriegst. Du und dein Holz. Ich schon mal ein Holz. Ja, mal zum Spiel zurückzukommen. Little Fighter Mit dem 2, sagt dir das was? nee. Aber Autorennen war, was hältst du von der Need for Speed Serie? Na, da habe ich ja absolut gefeiert, Underground 2. Da war das, wo du per Hand auch noch so ganz Feinheiten am Code Tune, führen. ja, genau. Oh, wie lange ich in diesem scheiß Menü hing, das war ja Naja, unglaublich. allein welches Lied ist daraus ikonisch schon? Welches Lied muss man da kennen? Na komm, sag jetzt nicht, du weißt nicht welches Lied. Na, Riders on the Storm? Oh, Gott, das ist so oh, lange her. oh. Oh, also wenn. Nee. Ich Also, nee. muss auch zugeben, ich habe Underground 2 nicht so häufig gespielt wie. Also, wo ich wirklich drin hing, war Most Wanted. Aber nicht das jetzige Most Wanted, Upsa, ich sondern habe hier das ein Schild von dir gute. abgerissen. Was stand da drauf? Ich wollte es eigentlich stehen lassen, aber irgendwie ist es runtergeploppt. Schlafzimmer. Schlafstube, meine ich. Ach so, warte mal, dann kannst du es gleich mal wieder hinbasteln. Erstmal einen gescheiten Boden suchen für die Gemächer. Ach so, dann mache ich das. Also Most Das. Wanted habe ich ja Was? nicht gespielt, das erste, also den ersten Most Wanted Teil. Also das richtige Most Wanted, das, was noch gut war. Ja, meine Obwohl ich ja. es leidete halt. Wie jedes Need for Speed leidet es unter dieser Kaugummi-Physik. Du knallst ja mit 400 Klamotten schon zur fünften Runde auf der Autobahn mit NOS und allem, was geht. Und die Polizei fährt einfach immer noch mit 100 km/h Scheiße, was war jetzt hier hinten? Ist das schon wieder passiert? Was war das? mehr an dir vorbei. Immer. Das ist schon wieder passiert. Was machst du denn? Wo? Na Mann, hier, da das. ein Zimmer weiter. Da habe ich schon wieder hingesetzt. Hier. Ja, hier da, die Wohnstube. Ja, steht nicht auf dem Schild hier, ne? Das stand auf dem Schild. Ja, stand. Jetzt steht's. Du kannst mich für nichts Ja, haftbar machen, was nicht hier da stand jetzt, steht. steht es wieder auf dem Schild. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte in Most Wanted hatte ich das knappste Rennen, den knappsten Rennsieg überhaupt eingefahren. Mit einer Hundertstel Sekunde Unterschied. Nee, noch nicht mal. Es war Zeit. Also ich habe gewonnen, aber es sah aus, als wäre ich Punkt, also genau zeitgleich mit dem Zweitplatzierten übers Ziel gefahren. Das war so knapp, dabei hatte ich die ganze Zeit gefühlt und am Ende einmal ein Fahrfehler.
Ja. Und warum ist hier auf einmal so viel Stein? Soll das so? Hier sind wir. Ja, das war einfach nur, ich hatte da mal die Decke ein bisschen verkleidet. Mach ich mal weg. Also das soll am Ende wieder sich hier wieder auch verkleidet, aber es ist gerade nicht mehr möglich. Ah, das Holz, das Oh, Holz. jetzt habe ich aber, jetzt ist mir gerade aber auch wieder eine Geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, habe ich die schon mal erzählt? Von mir damals haben wir auch zusammen Gothic 2 gezockt gehabt. Und die Sache mit den Echsenmenschen und dem Golem, habe ich dir schon mal erzählt? Ja, aber erzähl es bitte nochmal, damit unsere Zuhörer oder Zuschauer da auch was von haben. Dann erzähle ich das natürlich gerne nochmal. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich schon seit Jahren, weil sie jedes Mal wieder lustiger wird, wenn ich sie selber wieder denn höre beim Erzählen. Die wird Aber such du mal besser. den Boden aus. Oh, das ist Gothic Oh, 2. Gothic hier. 2 ist ja nun auch Birke? Jetzt bin ich aber wirklich? Ja, uns geht. Also, ich habe das helle Holz, ich habe das ganz dunkle Holz. Aber meinst du wirklich Birke da jetzt? Weißt du, ob das mit der Wand harmoniert? So. Ja, dann mach doch mal den ganzen Raum hier mit zu und dann gucke. Ja, mit zu, nur den Boden, nicht nach oben. Haha, ho, ho, ha, ho. Ja. Weihnachten ist noch nicht. You don't say. So. Das harmoniert überhaupt nicht. Gut, also machen wir das wieder weg jetzt. Was kann man denn bei der Decke nehmen? Ich meine, die Decke ist schon so dunkel. Mir fällt die Decke aber so mit dem Ton. Ja, Weil mir was auch, aber Helleres sie ist daneben, trotzdem das dunkel. sticht zu doll raus. Ja, wie gesagt, such du erstmal weiter deinen Block aus. In der Zeit kann ich ja jetzt endlich mal deine Geschichte erzählen. Ansonsten, ne, schlafen mir die Zuschauer noch ein. Ja, dann Und leg mal zwar, los. Gothic 2. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe das auch schon jahrelang nicht mehr gespielt, wie die Gebiete heißen, wo wir waren, aber auf jeden Fall gibt es ja theoretisch diesen einen großen Vulkan. Und in dem Vulkan ist, glaube ich, auch ein Drache, möchte ich fast meinen. Kann das sein? Theoretisch. Was ist Ich hab's hiermit? nie gespielt. Das? Daraus haben wir die Annemarie So. gebaut. Genau. Unsere Karacke. Also für die, die sie noch nicht gesehen haben, schaut euch mal unsere Karacke, die Annemarie, an. Hoho. So. Also auf jeden Fall. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt gezockt, weil wir das damals extrem gesuchtet hatten, hatten wir uns auch immer dann so abgewechselt, immer der eine gezockt, immer der andere, weißt du, dann, dass das nicht zu anstrengend wird, so nach dem Motto. Und ja, waren wir denn bei dieser Vulkangegend gewesen? Ich weiß nicht, ob wir auch drinnen waren, aber auf jeden Fall rumgeklöppelt und da sind ja auch ganz viele Echsenmenschen und so Feuergolems und so, ne, ist ja naheliegend, weil Vulkan, Feuergolem. Und kloppen uns mit denen und auf einmal war das zu viel. Der Feuergolem hat uns ganz schön den Hintern versohlt und es hatten denn noch hier meint, so ein paar Echsenmenschen auch. Der kriegt gerade volles Pfund aufs Maul. Lass mal mit hauen, weil wir finden das cool. Wir wollen den mal fertig machen, den Typen. Ja. Also habe ich dann gegen einen Feuergolem und ich glaube drei, nee, zwei Echsenmenschen gekämpft. Und ich habe so derbe auf den Sack gekriegt, das war nicht mehr feierlich. Also habe ich mir gedacht, gut, hau mal ab, du hast eh nur noch einen Heiltrank. Sieh zu, dass du Land gewinnst und den kannst du dann beim Weglaufen ja so hinterziehen. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, weil ich dann doch fast draufgegangen bin. Ja, ich kriege hier so derbe auf den Kopf. Lass mal die Klippe da hinten runterspringen, weil dann bin ich aus diesem Vulkan, Schrägstrich Krater, was auch immer, raus. Und da war dann halt so ein Abhang mit so einem kleinen Zaun. Ich bin über den Zaun drüber gehüpft, damit es schneller ging. Und dann halt runtergekachelt und gerade so überlegt und dann noch überlegt, sag ich schon, überlebt, den Heiltrank hintergepfiffen und dann auch irgend so ein Kraut gemampft, dass ich wenigstens noch ein paar Lebenspunkte hatte. Und drehe mich nur um und wollte halt so gucken, ob die jetzt die beiden abdrehen und mich in Ruhe lassen. Nein, sie wollten mir immer noch alle drei zusammen Als Wecke auf Leder. den Sack.
geben und die Echsenmenschen waren die ersten, die unten sind. Und sie sind, das muss man sich so schön vorstellen, unten aufgekommen, beide mit der Axt in der rechten Hand oben schreiend auf mich zugerannt und in dem Moment ist der Golem von oben runtergekommen auf die beiden Echsenmenschen und der Golem war schon so angeschlagen, dass er gestorben ist und die Echsenmenschen sind durch den dicken Golem einfach draufgegangen. Ey, ich hab... Das ist ja großartig. Oder nicht nur ich, wir beide haben geheult vor Lachen. Das war so dermaßen cool. Das waren ja noch Zeiten, wo man nicht aufgenommen hat. Und oh, ey, das ging gar nicht. Wir haben so gelacht, wie der Golem einfach mal uns die Echsenmenschen vom Hals hier schafft hat und sich selbst halt auch gleich mit. Also, das ist unvergleichlich gewesen. Klingt auf jeden, also das klingt ja nach einer astreinen Geschichte. Also Glück einfach, das Glück, wenn die Spielmechanik einem dann noch das Leben rettet. Ja, das ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist, aber nein, der Golem hat uns so die Haut gerettet. So. Das ist schon, wie gesagt, der Angstschweiß ist dann in Freudentränen übergegangen. Also unvergleichlich. Erinnere ich mich immer wieder gern dran zurück. Allein auch Gothic 2, auch ein wunderbares Spiel, kann ich auch nur jedem empfehlen, der auf RPGs, auf Adventures, auf sowas steht. Gothic, das Universum ist auch reichhaltig einer vielfältigen Story und der und namenlose Held ist auch ein genau, super Charakter, mit dem man da... Ja. Was? Also ihr wisst ja, ne? Also, so eher, also wenn ihr Errol seht, ne? Welchen Errol? Was weiß ich, zwei? Den Errol? Ach, jetzt wollte schon sagen, was willst du jetzt von mir? Aber nee. Also der Errol muss platt gemacht werden. Ja. Immer, immer. Ach ja, lass uns Wildschweine jagen gehen, Vector. Wie wär's? Auch so. Stream. Gothic 2 am Stück. Okay, soll ich mir schon mal meinen ganzen Urlaub fürs nächste Jahr nehmen? Wir machen nämlich alle Nebenquests, ja? Alle. Ich dachte, wir machen nur die Nebenquests. Weil die Hauptstory habt ihr doch alle doch schon durch. Aber alle Nebenquests, also nicht alle, auch die versteckten. Moment, jetzt ist da unten was zu Bruch gegangen. Du hast schon wieder was kaputt gemacht. Ja, nur mach hinter. Das ist, weil du nicht mit dem Rappel-Tool umgehen kannst. Was zur Hölle ist das hier? Achso. Ja, auf jeden Fall unglaublich. Ja, genau, das ist es, ne? Du ersetzt den Shit. Und am Ende ist es falsch. Wieso ist das falsch? Das ist genau der richtige Block. Ja, ja. Hier brauchen wir uns eh keine Gedanken machen hier unten, weil das eh eine Doppeldecke war. Mehr eineinhalb leer. Und so, hier jetzt, brauchen wir uns eigentlich auch fast keine Gedanken machen. Um noch kurz was einzuwerfen, weil ich habe ja festgestellt... Okay, vorhin, hier, ich werfe dir was ein. Bitte. Ja, du hast eine extreme Wissenslücke. Nein. Was die kultigsten Spiele aller Zeiten angeht. Nö. Du hast niemals Super Mario World gezockt. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe Super Smash Bros. Gezockt. Das ist nebensächlich Super Mario World auf dem Super Nintendo. Nein, Smash Brothers. Oh, jetzt geht's. Oh, N64, die alte N64-Zeit. Oh, kennst du das Spiel? Ich hatte kein N64, Mann. Ich hatte Super Nintendo. Ich hätte auch kein N64, aber ein Kumpel von mir hatte die und da haben wir immer gezockt. Und sagt dir, das Spiel, das ist meiner Meinung nach das beste und bekannteste Spiel. Naja, gut, neben Smash Brothers vielleicht. Das coolste auf jeden Fall, Conker's Bad Fur Day, was? Ja, kenne ich. Oh, wenigstens das. Mein Glaube in die Menschheit ist noch gerettet. Wunderbar. Ja, aber ich wollte, dass du das, eigentlich das Ding, neben Star Fox, dass du so Mario World nicht gespielt hast, ist... Ich meine, ich habe sogar SimCity... Das Original SimCity auf dem Super Nintendo. Also ich habe noch nie mit dem Super Nintendo gespielt. Ah, hast du was verpasst. Nichts Besseres, als wenn du die
wenn du das Spiel, das Modul in der Hand hast und dann einmal reinblasen musst, weil es nicht funktioniert hat. Das kannte ich vom Gameboy auch schon oder von der N64 genauso, da war es genau das gleiche. Aber es stand zwar drauf, dass man das nicht machen sollte, aber man hat es trotzdem gemacht, weil man wusste, danach geht's wieder. Ich habe geguckt, bei meinen Spielen steht es nicht hinten drauf, dass du es nicht machen sollst. Bei den N64 Spielen kenne ich es und glaube bei den aktuellen, würde ich schon sagen. Ich glaube bei den Original Nintendo, beim Nintendo Entertainment System Original war das stand es auch drauf. Aber beim Super, zumindest bei mir, steht es nicht drauf. Komisch, das habe ich selbst noch beim Gameboy gemacht gehabt. Ja, auch gemacht, aber bei mir steht es halt nicht drauf. Also, dass es nicht machen sollst. Was ich das aber, kann ich da jetzt nicht sagen. Die Spiele früher, um nochmal kurz vorm Abschluss noch was zu bringen. Die Spiele früher waren ja so sackschwer teilweise. Ja. Ja. Ja, da brauchst du nicht unbedingt, aber ja. Treppe brauchst du eigentlich noch nicht hinmachen. Habe ich jetzt aber, sieht besser aus, damit ich hier hochkomme. Ich wollte hier noch eine Tür reinmachen. Ja, pass auf. Eins der schwersten Spiele, die ich jemals hatte, war das Spiel auf dem Super Nintendo zu König der Löwen. Das war von. Also ich sag von der Grafik her, auch heute noch Hammer. Also Animation, also wirklich, da haben sich Leute richtig Mühe gegeben. Aber der Schwierigkeitsgrad, vor allem du hast ja keinen Speicherpunkt. Da war auch kein Speicherchip drin, also du konntest nicht einfach sagen, ja gut, ich gehe jetzt raus spielen, ich spiele morgen weiter damit. Nee, also wenn du gesagt hast, ich spiele das jetzt, also dann, ne? Dann aber bis zum Ende, weißt Bescheid. Boah, aufhören geht nicht. Gut, Dish ist hart. Dish ist hart. Womit du halt direkt in Level springen konntest. Das war. Du konntest halt schon ein bisschen das ausgleichen, aber es war schon schwer. Also am Ende teilweise. Vor allem, dir wird ja auch nichts erklärt. Tutorial oder so gab es ja irgendwie nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Du hast halt deine Tasten und dann hast du halt angefangen. Ich frage mich, ob das heute so auch noch funktionieren würde. Das, selten. Sagen wir es mal so. Gut, ich meine, gut. Tutorial gab es keine, aber früher gab es ja noch die Handbücher zu den Spielen. Oh ja, da muss man ja zu sagen, das ist ja auch immer mehr auf dem Rückzug heutzutage. Bei heutigen, sagen wir mal, PC-Spielen kriegst du eigentlich bloß so ein oder zwei Seitenzettel reingelegt. Handbuch kannst du als PDF auf der CD finden, wenn noch eine CD oder DVD halt drin ist überhaupt in den Dingern und ansonsten findet sich online. Eine PDF im Installationsverzeichnis. Oder so, oder halt kannst du online finden und da und ja. Aber diese schönen, richtigen Handbücher, die 50, 60 Seiten gebundenen, auch das sind irgendwie immer mehr auf dem Rückzug. Das waren, also so ein Handbuch, so ein richtig schön gemachtes Handbuch, das war noch war schön gestaltet mit Grafiken und so, das war noch was Feines, ja, muss man schon so sagen. Ja, sagen wir mal, bei Medal of Honor Light Assault damals hatte ich ja auch, oder habe ich ja auch auf Disc noch und habe ich dann teilweise auch, oder allgemein bei so einen älteren Spielen war das halt, warum das denn jetzt? Wieso, was machst du? Ich wollte den hier neben mir für. Ach so. Gerade ist festgestellt, dass du. Wie gesagt, da hat man halt auch gerne mal dann noch das Handbuch durchstöbert, obwohl man vielleicht nicht unbedingt irgendwas wissen wollte, wie es geht, sondern weil da teilweise einfach entweder lustige oder interessante Sachen nachzulesen waren. Und ehrlich gesagt, heutzutage, ich komme nicht auf die Idee, bei irgendeinem der neueren Spiele mal irgendwie versuchen, das Handbuch zu öffnen, weil ich nicht davon ausgehe, dass da jetzt irgendwie noch was außer den wissenswerten Sachen im Sinne von Bedienung, was drin steht, was ich lesen möchte. Da muss ich sagen, was ich an Handbüchern, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass die Handbücher eigentlich immer geil sind, zumindest doch GTA.
Also GTA hat zumindest GTA 4 und Nie gespielt. GTA. Ja, weißt du, da geht's schon wieder los, ne? Also GTA 4 und warte, wie hieß es das andere? GTA 5. Das habe ich wiederum. Oh, GTA 5 ist eine regelrechte Pass auf. Hassliebe gewesen. Es hat Das, ja, ich Spaß hab. gemacht beim Spielen, aber die Ladezeiten. Ja gut, ich Die hab's noch ein paar durch. Ladezeiten und die Multiplayer. Ja, komm. Hör mal auf, geh mir weg mit dem Multiplayer. Ich Oh! finde, der Multiplayer bei GTA ist meiner Meinung nach einer der schlimmsten überhaupt. Also, ich kenne den Multiplayer bei Tropico 5. Na, der war ja, da haben wir uns ja damals auch geärgert, wie blöde. Der hat nicht funktioniert, aber der hat Spaß gemacht. Das ist der Der hat mehr Multiplayer. Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, allein GTA 5, diese Ladezeiten. Du kannst nebenbei Kaffee pflanzen, Obwohl Kaffee ich hab. ernten, Kaffee rösten, Kaffee mahlen, Kaffee kochen und Kaffee trinken und danach noch auf Klo gehen und die Ladezeit ist noch nicht fertig. Ich würde sagen, also recht ist schon potent und bei dir läuft alles von der SSD, würde ich das mal an. Ja, und ich hatte GTA 5 sogar, weil ich sehr gnädig war, auf die Systempartition gezogen, damit es vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Und GTA 5 war ein Arschloch und hat es nicht gemacht. GTA 5 hat nicht länger geladen. Also, Also schneller geladen, so rum. Ah. oh, also ich kann dir einen Tipp geben, wie GTA schneller lädt. Wie viel Festplattenspeicher braucht das Ding? 60 Gigabyte? Ja, das war damals zum Anfang. Jetzt ist es bestimmt schon bei 100. Auf jeden Fall, wie viel brauchst du zum Spielen? Wie viel RAM? Keine Ahnung. Sagen wir mal, ich sag mal 16, damit es flüssig läuft. Ja, habe ich. Was du brauchst, ist einfach, du brauchst einfach Speicherplatz plus benötigter RAM als Arbeitsspeicher. Dann machst du dir beim Starten deines Rechners, eventuell beim Skript, machst du dir einfach eine RAM-Disk. Ach, dass er das in den RAM Für auslegt. Leute, die vom Amiga kommen, oder die nicht vom Amiga kommen, das ist wie eine Festplatte, die komplett in eurem RAM drinne ist. So, passiert einfach Folgendes. Das Ding ist schon im RAM und es schiebt das Ding im RAM bloß noch an eine andere Adresse und muss das nicht mal mehr richtig. Also das ist einfach eine Kopie im RAM und das ist sackschnell. Sollte theoretisch sein, aber wie gesagt, GTA 5 ist einfach nur ein Ist es. Arschloch. Ich dachte, Das Trevor ist eins. Tolle war ja wirklich noch, das Tolle in Anführungsstrichen. Du hast es denn mal geschafft, diesen elendig langen Wartezeiten zu entkommen, ohne vorher an Altersschwäche zu sterben. Warst 2 Minuten drauf und boah, Verbindung verloren oder irgendwas und du bist wieder raus gewesen und oh, und Ja. Also das ist das nächste gewesen, wo man einfach nur schreien konnte. Dann bist du wieder rausgeflogen und durftest dich wieder diesen elendig langen Ladezeiten unterwerfen und oh, hör mich auf. Jo, das war alles andere als toll. Ja, und dann immer diese Nochmal Probleme, du kurz. wolltest beim Kumpel in die Lobby, aber bist irgendwie nicht ringekommen und laden und dann musstest du wieder laden, weil er wieder nicht irgendwie da wart und oh, Leute. Also ich muss ja sagen, um eventuell kurz nochmal den Kreis zu schließen, wieder zurück, warum ich jetzt GTA angesprochen habe. GTA 4 und 5 hatten meiner Meinung nach mit die besten Handbücher. Weil das war nicht nur Handbücher, wie geht das Spiel, sondern das waren Reiseführer. Nein, bitte offen lassen. Es wird hier vom Glas rein. Die hatten wirklich, Alter, also wirklich Reiseführer. Wo hast du erklärt bekommen, wo kannst du hingehen? Zum Beispiel, welche Restaurants gibt es in der Gegend? Was gibt es wo? Empfehlungen? Na, kein vollen Block, nur eine Scheibe. Dann auch nicht die. Also das fand ich wirklich großartig. Da wurden die Sender einzeln vorgestellt. Was für Musikstile sind da? Also wenn du mal, guck mal in das Handbuch, wenn du wirklich. Alter. Niemand kann dem Plattenspieler widerstehen. Vor allem nicht die Musik.
Nee, also das hat die Handbücher waren, das sind nicht die besten modernen Handbücher. Deswegen, ich kaufe, habe mir alle GTAs immer im Laden Retail gekauft. Nee, ich nicht. Ich hatte GTA 5 als Key. So, jetzt muss ich bloß noch mal kurz unterbrechen. Oder soll ich oben selber was aussuchen? Zum Vertäfeln. Ich suche selber was aus. Erzähl du weiter. Haben wir eine Treppe? Ne, ich nehme eine Treppe dafür oben. Nein, ich meine so Staircase. Was, da oben eine Staircase nehmen? Ja! Da gibt es nur Oder eine, eine die wirklich bündig Kombination. abschließt, dass man nichts sieht. Da gibt es nur die hier. Nee, die schließt auch nicht ganz bündig ab. Können wir knicken? Nee, lass. Okay, lass mal. Vielleicht da, Birke? Was Helles? Nein, 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 ich suche schon was. Ich suche Okay. schon was. Ja, also. Oh. Also auf U gucken. Das wäre ein Handbücher. Auf jeden Fall großartig. Und deswegen kaufe ich, habe ich mir auch GTA 5 Retail gekauft. Was sagst du dazu? So alt, kaputt. Zu alt, kaputt. Du bist auch alt und kaputt. So. Nein, ich Jetzt bin hat's nicht dir alt, die ich bin Nailed nicht Oak kaputt. Plank aber gegeben. Du bist die genagelte Planke. Ja. Wobei, warte mal, warum nehmen wir nicht das Zeug? Das haben wir doch auch als Obwohl Deck genommen für das andere hier, das hier. ich hätte echt Bock Das auf haben was wir als Decke Helles. unten bei den Balken genommen, also da, das Zwischenmaterial. Es ist schön und gut, dass wir das da genommen haben, aber das müssen wir hier nicht auch nehmen, weil ich möchte wieder, so wie das Ding hier original aufgebaut war, bevor du es abgerissen hast. Na, da waren einfach nur Eiche, die Standard-Vanilla-Default-Eiche. Ja, aber das hat ja alles einen Sinn dahinter. Das muss ja auch entsprechend mit den Farbmustern passen, damit es dann zu den Gemälden passt. Und wenn das jetzt einfach verkleidest, bringt uns das gar nichts. Weil hier Ach wird halt was, wir eine passen die Decke Gemälde auf die reingezogen. Verkleidung an. So, dann ziehen wir oben noch einen schicken Holzbalken durch. Ja, aber den sieht man sowieso nicht, da ich ein gerades Dach haben will, oben. Das Egal, heißt? das ist auch nicht Thema. Jetzt bin ich schon wieder hier oben und fummeln hier dran rum, ey. Ja. Ja. Allerdings war die Installation war doof, weil das kommt ja auf irgendwie 12 DVDs, GTA 5. Und dann musst du immer noch laden. Ja, da sowieso die ersten Updates da mit ihren 20 GB. Das ist ja nicht das Problem am Internet. Und vor allem, ich habe mal durchgerechnet, es runterzuladen, die Installation, geht schneller, als es von den DVDs zu installieren. Ja, mit dem Internet auf jeden Fall. Das war traurig. Nee. Ich sitze dann hier. Doch, Das ja. hat hier gedauert. Ne, da muss noch einen weiter rein, wegen der Schräge. Obwohl, wenn ich hier das Fenster einbaue, dann kriege ich auch einen Teil vom Dach weg. Außerdem. Hoppala. Oh, sorry. Frische Luft. Retro-Spiel, haben wir noch eins? Irgendeins, was dein Herz berührt hat. Positiv. Boah, ich glaube, langsam ist mein Pulver da ein bisschen verschossen. Wie war. Hast du nur viel Spiele gespielt in deiner Jugend? Habe ich, aber ich erinnere mich nicht immer an alle an einem Tag. Was ist Da noch davon? gibt's so Ja. viele. Wie gesagt, alleine wenn ich noch Gut. überlege, Medal of Honor, damals, Light Assault. Oh, wie oft wir das gezockt haben. Auch eine ziemlich lustige Schicht gewesen, damals noch natürlich in Du Zeiten der kannst es. LAN-Partys. Erinnerst dich noch dran? LAN-Partys, ne? Man geht mit seinem Rechner woanders hin. Es ist. Oh, LAN-Partys. Oh, LAN-Partys, Hammer. So geil. Auch schade, wirklich schade, dass das ausstirbt. Weil LAN-Party ist mit Multiplayer nicht zu vergleichen. Nein, Online. nein, natürlich Online nicht. ist. Also Online-Multiplayer ist im Vergleich zu LAN-Party einfach scheiße. Muss Ja, man einfach mal natürlich. ehrlich sagen. Natürlich. Es gibt nichts Besseres als einfach wirklich so fette LAN-Party. Eine der coolsten, wo ich dabei war, war beim Kollegen, beim Kumpel. Das war in seinem Haus da. In seinem Zimmer waren wir. Wurde eigentlich in der Küche. Es ging irgendwie nicht, aber waren wir in seinem Zimmer. Und das war insofern cool, weil wir waren irgendwie zu sechs. Oder vielleicht sogar zu sieben oder zu acht. In so einem. Ja, es war nicht klein, aber es war auch nicht. Also, es war zu klein für die Anzahl der Leute. Und alle hatten ihre Rechner dabei und teilweise wirklich stromfressende Monster. Meiner war auch nicht besser. Aber ich hatte LED. Mein Licht war schon LED. Aber das war schon mit normalen, also mit flachen Monitoren, nicht mit Röhre. Und da sind wir dann
Da zockten wir dann und das war im Sommer und das war so eine Hitze in der Bude. Ey, lüften konntest du auch nicht richtig, weil draußen war es auch warm. Da kannst du nichts mehr machen, nichts mehr. Und da waren wir da am Zocken wie bekloppt. So standardmäßig hier. Call of Duty, Modern Warfare. Kennt man ja. Und dann ein paar Autorennspiele noch und so Need for Speed hatten wir und alles. Und irgendwann war es gut, aber es ist immer so. Einer hat immer Probleme mit seinem Rechner. Ja klar, der Typ mit dem Problem, es ist upsala. Das ist doch klar, den gibt's immer. Es Ah, gibt hier immer. musst du noch deine Aussparung noch. Hier mache ich mal schon mal vertikal Dinger vor. Überlegt ihr, ob man da auch Glas reinmachen kann, je Geht nachdem, wie man nicht. es verkleidet. Ja, Ich wieso? habe da jetzt das schon so rübergenommen, damit ich da den Gang einigermaßen gut hinkriege. Ja, gut. Nee, Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte: Medal es of gibt Honor immer Elite Design. Assault. War ich alleine? Ne, nicht alleine, aber mit meinem, also als Einziger mit einem PC noch zum Kumpel gefahren. So, also zwei PCs. Und dann hatten wir Medal of Honor Elite Assault gezockt, ne? Ja. Natürlich auch lustig, denn wenn nur zwei Leute rumgimpen auf den Karten. Aber dann war diese eine Karte gewesen, wo man so einen Fluss in der Mitte hatte, mit, glaube ich, nur einer einzigen Brücke. Ja, du konntest unten zwar noch durchs Wasser, aber es gab halt bloß eine einzige Brücke. Gegenüber halt Häuser und so, und haben wir uns teilweise einfach mal ein bisschen weggesniped und ja, so was halt ein bisschen da abgeschossen und irgendwann hatte ich ihn dann halt so gut gehabt, dass ich ihn halt aus meinem Haus immer rausgeschossen hatte, also immer abgeschossen gekriegt habe, ohne dass er mich erwischen konnte. War er irgendwann so gefrustet, dass er versucht hat, rüber zu rennen. Dann habe ich ihn aber unten auf der Brücke festgenagelt und da hat er denn gar nicht mitgekriegt, dass ich denn unten an der Brücke lang gerannt bin, habe aber gehört, dass er oben über die Brücke lang rennt. So unfair, dass ich gespickt habe, war ich ja nun nicht. Der nächste Vorteil von LAN-Partys, man kann einfach mal auf den anderen Bildschirm eventuell rübergucken, wenn man sie richtig gestellt hat. Oh ja. Das geht im Multiplayer ja auch nicht. Das ist auch doof. Eventuelle gebrochene Knochen danach sollte man aber einkalkulieren. Ja, aber das Und Entsetzen, das Entsetzen, das. Du siehst ja das Entsetzen im Gesicht des anderen. Das ja, höchst, und das war höchstens noch cool, wenn man mit Kamera zockt und entsprechend dann den Gegner sieht mit seiner Webcam. Das wäre vielleicht auch noch geil. da hast recht. Jedenfalls habe ich den halt mitgekriegt. Oh, Kollege Schnürschuh will ja auf einmal über die Brücke zu mir stürmen. Haha, ich bin aber schlau, ich bin sehr schlau. Ich werfe mal eine Granate hoch und genau wo er denn oben lang rennt, fliegt von mir die Granate halt hoch. Und oh, wumms, weg. Oh, hat er geschrien. Du Arschgesicht, ich dachte, du bist da hinten. Was machst du da unten? Ah, das war schon nicht schlecht. So eine Sachen sind Pass auf, halt. sowas habe ich auch beim Kumpel gewesen. Und dann, die Player. Wie hieß es? Vietcong 1. Ah ja, Vietcong. Hast du? Hast du es vielleicht noch? Können wir auch mal machen. Ich glaube, hab ich's nicht, aber ich kenn's. Ich habe Vietcong damals auch gespielt. Oh, Vietcong 1, so großartig. War aber noch schwer und hat auch richtig Spaß gemacht. Eines der besten Spiele, die in Vietnam spielen. Im Vietnamkrieg. Ja, Auf jeden Fall ja. Multiplayer. 1 gegen 1. Immer nur 1 gegen 1. Es gibt so einen komischen Hafen. So eine Felswand. Und dann so einen kleinen Anleger aus Holz. Der eine spawnt. Wie war das? Ich weiß gar nicht, wo ich das. Spawnt einer am Hafen und der andere in den Bergen oder andersrum. Auf jeden Fall übel. Weil du kannst aus den Höhlen super wegsnipen. Und du bist eigentlich am Wasser ziemlich schutzlos. Das hat die Mauer, aber du musst halt schon gucken, dass du von A nach B gut wegkommst. Der eine ist natürlich. Beide jeweils mit Scharfschützengewehr aufgehoben. Er hockt oben, wankt oben in den Felsen, dass du ihn nicht siehst. Und ich bin unten auf dem Piel, also perfekt zum Abschießen, aber hinter Fächer und Kisten, ne? Wo man Hinter wieder Fächer und fischt und Kisten. Kescher.
Genau. Da ist ein kleiner Spalt dazwischen. Das ist sackschwer zu treffen. Ich lieg unten Visier und guck, ob ich ihn sehe durch den Ritz durch. Und er guckt auch, ob er mich trifft, weil er wusste, wo ich war. Und er guckt und ich und dann wir schießen und ich glaube, wir haben uns beide gleichzeitig getroffen. Aber wir hatten so viele wunderschöne Erlebnisse, ja, das ist einfach großartig. Oh Ach. ja. So, jetzt müssen wir Durch. mal sagen, ich glaube, wir haben schon relativ viele Wir haben Ereignisse überzogen geteilt. sogar, glaube ich. Wir haben, glaube ich, ganz schön doll überzogen, möchte ich meinen. Ha, Ja, und aber du an hast sich wieder nichts. irgendeinen Schmuh abgezogen hier oben in der im Sängersaal. Da muss ich nochmal ran. Aber Ja, nie das wieder. kommt irgendwann später. Da könnt ihr uns ja später nochmal zugucken. So. Aber wir haben ja jetzt so viel erzählt und nebenbei gebaut. Ein paar kleine abschließende Worte. Bei dem Krempel, den er jetzt hier als Baustelle identifizieren konnte während des Videos. Was Erstmal, meint er? ihr Ist das wollt. ganz gut, was wir so hier zusammenschrauben momentan? Oder könnten wir da irgendwo was besser machen? Oder fehlt vielleicht noch irgendwo ein Baugerüst? Könnt ihr natürlich gerne in den Baujurist. Kommentaren reinkleistern und jetzt Ja, zum aber ihr könnt auch allgemeinen noch was Thema. anderes in die. Jetzt lass mal. Ihr könnt auch noch was anderes in die Kommentare reinkleistern oder auf unserer Webseite uns kontaktieren. Und zwar, ihr könnt sagen, wenn wir irgendein Retro-Spiel. Was man im Mehrspiel zocken kann am besten, was streamen sollen. Ja, weil So wir. richtig mal so eine Stream-Session machen. Ihr könnt uns dann live dabei zusehen, wie wir uns übelst ein abbrechen an irgendwelchen alten Spielen. Eventuell sogar, wenn ihr wollt, wo eine Singleplay ist, können wir auch machen. Dann muss der andere halt irgendwie mit zuschauen. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, weil wir natürlich auch in Zukunft mehrere Livestreams geplant haben. Und ja, du versuchst mich hier gerade zu umgehen. Okay. In ferner Zukunft sind sogar noch ganz viel mehr Livestreams geplant, aber diese ferne Zukunft wird erst eintreten, wenn ich mal schnelles Internet habe. Oh ja, da werden vielleicht alles sogar live gespielt. Da wird mein ganzes Leben leid. Nein, nein, nein. Dein ganzes Leben will ich gar nicht wissen. Nein, außerdem. Ah, sein Leben! Jetzt macht er seine fancy Fenster kaputt. Ich glaub's kaum. So, ja, natürlich, ihr dürft auch gerne kommentieren, was wir denn so in so einen Livestreams allgemein mal spielen sollen. Was waren so Retro-Spiele, die ihr gerne mal gespielt habt? Und was sollen wir mal machen? Dürft ihr natürlich gerne vorschlagen und ich sehe seinen Namen da hinten noch durch die Gegend eiern. Ja, das war dann mal wieder ein weiteres Let's Talk-Bild. Wo auch immer er jetzt lang rennt, ich höre ihn aber. Ich flüchte mich in die Botschaft. Ja, ich hab's gesehen auf der Map, ganz kurz deinen Namen aufblitzen. Ja, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tippt euch mal ordentlich die Finger wund an den Kommentaren. Also, macht's gut. Jo, Leute, ciao.